Den haben wir übersetzt. Und dann, oder wenn man ihn einfach wortwörtlich übersetzt, diesen Song, würde, dann würde ein ganz übler Schlager rauskommen. Würde uns vielleicht auch gut zu Gesicht stehen, aber ich habe keine Lust auf Schlager. Ne? Jetzt ist es raus. Ja, jetzt ist es raus. Bin kein Schlagertyp. Und ja, aber wir sind beim Thema geblieben. Also es geht um das horizontale Gewerbe, ne? Und auch man kann sich ja auch verlieben in eine, die im horizontalen Gewerbe arbeitet. Ne? Okay. Also ich weiß, habe da keine Erfahrung, aber der Textschreiber schon. Verdient sein Geld anders. Ja. Gut, dann Kinder sind alle weg, prima. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich sah sie an der Stange und rief sie zu mir. Das Schwarze sank zu Boden, so stand sie vor mir. Sie sagte, hey Baby, hast du eine Ahnung, wie viel? Und mit mir nicht zu wenig, oh Mann, das ist hier kein Spiel. Und dann wird es hell, ich fühl mich leer, wie ein freier Rebell, ich fühl mich leer. Wow. Und dann wird es hell, ich fühl mich leer, wie ein freier Rebell, ich fühl mich leer. Man sieht keine Fesseln, aber sie ist nicht frei. Und wenn sie sich hingibt, ist sie nicht wirklich dabei. Wer ließ dich los und ließ dich zu mir, Babe? Wer lässt dich nicht los und komm, bleib bei mir? Und das wird es hell, ich fühl mich leer. Wie ein freier Bär, ich fühl mich leer. Und dann wird es hell, ich fühl mich leer. Wie ein freier Rebell, ich fühl mich leer. Ich lebe in meiner Welt, wo eine wie sie nie fehlt. Manchmal breche ich aus, doch sie fehlt mir doch. Und sie zieht mich an wie ein schwarzes Loch. Come on! Ich dreh ne Runde mit dir, Babe. Geh bei mit dir. Trockne deine Tränen für dich, Babe. Tausendmal für dich. Ich bin verloren bei dir, Babe. Du brauchst ich fühl mich leer, wie ein freier Rebell. Ich fühl mich leer. Und dann wird es
Hotel. Ich fühle mich leer, 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 wie ein freier Ball. Ich fühle mich leer, 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 leer. Nein! Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Joachim eine Seite gerissen ist. Und nur weil er sich wieder die Fingernägel geschnitten hat. Magda, ich hab dir doch gesagt, du sollst darauf achten. Das ist dein Job hier. Ja.